Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Hier mit unserem Vulkanus-Söldner. Den Amboss-Wächter, genau. Und ja, wir spielen jetzt auch mit Elementarschaden über Zeit auf den Items. Also ein bisschen auf dem Ring, auf dem Amulett. Ja. Und es wird ja ziemlich stark, ne? Geil. So. Ja gut. Jetzt kommen wir vorwärts. Wir machen auch noch ein paar passive Skillpunkte, die jetzt uns nach vorne bringen. Zum einen dieses Zeit zurückdrehen da Ding holen, damit wir noch mehr von ja Wurf Sachen schleudern und dann einfach Attack Speed und ja Hammerwerf, also ja, das geht aber mit der Axt werfen, mit der Axt. So, ja gut. Stehen wir es noch nicht so gut, aber der Rest geht. Also wir müssen unbedingt hier die Punkte reinstecken, bis wir da unten den ersten Skill haben. Genau. So, heute ist wieder nass draußen und drinnen wieder sehr trocken wegen der Heizung. Die war gestern Abend noch mega heiß im letzten Part. Keine Ahnung, wer die Heizungen einstellt immer, aber sie können es nicht. Sie schaffen es einfach nicht, weil wahrscheinlich hat jeder Probleme mit Heizen. Es könnte bei jedem weniger sein. Ich glaube, die meisten Menschen wollen es einfach nur schnuckelig warm. Das kannst du einfach nicht haben, wenn du so angestrengt bist, schon den ganzen Tag in Ruhe zocken willst und dann so trockene Luft hast, weil alles, ja, verbrannt wird. Die ganze Luft wird ausgetrocknet. Der Mensch ist einfach in diesem riesen Luxus drin, den man einfach nicht haben kann. Aber gut. Jo. Meistens geht's ja nach einiger Zeit dann wieder. Erstmal ein bisschen röden. So, da, hier können wir uns eigentlich durchkämpfen, also einfach durchrushen. Müssen wir nichts Bestimmtes. So. Jetzt gehen auch die größeren Gegner ein bisschen schneller, sehr schnell. Das ist immer gut, wenn man so ein Beat hat, der eigentlich keinen Unterschied mehr macht. Und ich habe irgendwie gelesen, irgendwas ist noch. Ein Skill, ein passives Skillpunkt, wo man gegen große, also zähe Gegner macht. Oder Gegner mit viel HP oder mehr Schaden macht. Das ist sehr, sehr praktisch wahrscheinlich. Hey, kommt nicht hier von unten. Ich will eigentlich durchrushen. Hm. Ja, die machen ja sowieso keinen Schaden. Also wir müssen sie eigentlich gar nicht besiegen. Weil wir wollen ja natürlich wieder Echos machen. Immer diese Schreien. Fast immer ist dort ein Schrein, den man nicht erreichen kann. Hm. So, da sterben alle an Elementarschaden über Zeit. Am Brandschaden natürlich. Ja, ist ja nicht fast der einzige. Also ist es noch Frostbite, ist noch Elementarschaden über Zeit. Sonst nichts. Also alle verbrennen. Bang! Völlig mega. Yo! Richtig nice. Da ich heute eben keine Zeit habe, ich gehe nachher zur Familie, tue ich jetzt einfach den Part hochladen. Jetzt sind zwei für euch da an einem Tag. Und ja, morgen kommt natürlich wieder einer. Das ist sozusagen ja fast den Luxus habt, zwei Parts in einem Tag zu haben. Ist doch cool. Weil die Ladezeiten, vor allem die Verarbeitungszeiten sind ein bisschen lange bei dieser Qualität. Da kann ich leider nicht mehr Parts bringen pro Tag. Ja. Wenn es halt nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. Aber, oder, wenn ich früher aufnehme noch, also am Abend auch nichts zu tun habe, dann kann ich auch zwei Parts bringen, falls ich eben weg bin. Das ist viel besser. Oh nein, ich hab keine Ahnung.
Dafür gibt es den Speer. Aber kurz Mana regenerieren. Dann halt nicht angreifen. Ich kann nicht so schnell Mana regenerieren. Ist easy. So, das Schild weitestgehend. Da habe ich noch hier die Punkte zum Reinmachen und hier. Ja. Das eine, das Schild, das ist jetzt nicht so wichtig. Zu verschnellern. Oder doch schon, aber. Ja. Schützt doch gut genug. Erstmal. Ja, ich kann es ja nehmen jetzt. Brauch so viel Heilung nicht. So, jetzt momentan ist es wichtiger, so ein bisschen mehr Schutz zu haben. Weil die Gegner auch wieder mehr Schaden machen jetzt hier in Akt 7. Jo. Die können das einfach ohne Probleme und wir müssen dafür kämpfen. Wir müssen, ja, vor allem Items finden. So, wie geht's dem hier mit dem Avalanche? Wie wird's so sein? Ja, ein bisschen Schaden kommen. Hey, nicht immer da ausbeben. Ich will dich auch ein bisschen kämpfen können. Smite ist noch ein bisschen schwach. Dafür wird es gespammt und immer wie mehr. Also wann bekommen wir da einen Slot? Wir könnten eigentlich schon zurückgehen. Nein, noch nicht. Die nächste Quest gibt dann wieder Slots. So, für die Götzen. So, jetzt ist dann fertig mit diesem blöden Schleim. Gut, schönes Bild. Ich rate gerade, wo das ist, aber ja, es konnte eigentlich nirgendwo sein. Das ist einfach bemalt. Oder so mega im dunklen Dickicht, wo es hier irgendwie nicht gibt. So, also, haben wir jetzt Slots? Ja, okay, wir können diese Seite nehmen. Nekrotik brauche ich momentan nicht. So, oder Nekrotik, oder Nekrose eher, tue ich mal mit dem auswechseln. Jetzt haben wir doppelte Chance nochmals. Und die Handschuhe. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich genug Schaden mache, weil der Bonus ja weg ist vom Wurfschaden. Ja, wir machen ja Brandschaden. Mal gucken, wie das geht. Und wie schnell jetzt der ist. Ich habe noch gesehen, ich habe noch einen besseren Handschuh gehabt. Mit so einem 32, irgendwie 41 oder 39. So. Mit 36 nur, okay, aber immerhin mehr. Oder da war der andere 29, kann sein. Ja, der Schaden ist ein bisschen höher, habe ich das Gefühl. Meine Güte, hey. Jetzt habe ich doch vorher auch wieder echt gut mich vorbereitet, aber scheinbar kommt es immer erst nach einiger Zeit und dann mitten in der Aufnahme natürlich. Und das Lösen, ja, das ist halt eben so harter Schleim. Ja. Ich bin ja bald dann weg von dieser Region. Das ist wirklich ein Rotzhaus. Viel zu modern, also nie in ein modernes Haus gehen, in eine Wohnung oder so. Das ist katastrophal geleitet. Die Menschen können einfach keine Häuser mehr machen. Sind sowas von schlecht geworden, diese einfach gut und bequem zu machen. Einfach weil jeder dann herumhält, oh, die Heizung ist zu kalt oder ja, ich hätte gerne eine Sauna im Haus, sondern ja, ein bisschen kühl. Weil die Menschen hart sich nicht mehr bewegen, haben sie dann immer kalt, schlottern die ganze Zeit oder so, wo es nicht kalt ist. Und dann muss natürlich wieder mega geheizt werden und das kostet dann wieder sehr viel. Jo, deshalb könnt ihr eure Wohnungen nicht leisten vielleicht. Aber sobald ich draußen bin, also heute ist eben Regenwetter extrem, also wenn ich draußen bin, dann geht es mir eigentlich gut. Also nur in der Wohnung.
Gestern so mega heiß. Also gefühlte, ja, 27 Grad ungefähr. Ah, so weiter. Draußen im Sommer, ja, schön angenehm, aber drinnen im Wind, boah, kannst du die ja nicht haben. Also scheinbar ist er jetzt wieder weg. Wie schnell. Sieht so gut aus. Ja, Diablo 2 hatte recht langsamen Wirbelsturm. Da hat es mir manchmal ein bisschen gelangweilt, aber hier kann es mir gar nicht langweilen. Das ist ja mega schnell. Ich wusste gar nicht, dass man ja, so schnell wird durch Attack Speed. Also ich habe schon gewusst, dass man je schneller man Attack Speed hat, desto schneller kreist man auch, aber das ist ja heftigst. Schon ziemlich heftig. Den ersten Bug. Ich habe wohl schon 100.000 gesehen. Aber man muss halt ein bisschen besser testen. Man muss halt die Bugs ein bisschen suchen. Ist schon klar. Das Spiel kann auch nicht fertig sein. Bei diesem Umfang und so. Und dem kleinen Entwicklerstudio. Das wird noch ein bisschen dauern. Das wird wahrscheinlich 2.0 oder 3.0 werden, bis da eigentlich ziemlich viel gefixt wurde. Ich traue mir nicht so zu, leider. Sie das alles dann gefixt haben, am 21. Februar. Vieles haben sie wahrscheinlich ignoriert. Wie sie eigentlich immer wieder machen, so auch Balancing-Probleme einfach zu ignorieren. Damit sie natürlich wieder Content bringen können, sonst könnten sie ja zu wenig Content bringen. Sie wollen ja Spiele anlocken, oder? Und so Bugs und so, ja, wenn sie wirklich Game-Breaking sind, dann sind sie schon schlimm, aber ja, zum Beispiel mal hängen bleiben irgendwo oder einen Boss nicht gerade sehr gut angreifen zu können, ist kein Problem für die. Nur für uns ist etwas problematisch. Dass also ich habe jetzt mehrere Mal Probleme gehabt mit dem anderen Paladin, also mit dem Paladin-Beat, dann mit dem Juggernaut, Judge-Naut. Ja, der Boss von Akt 2 und der Boss von Akt 3 zu erwischen. Die Hämmer sind immer stehen geblieben. Ich habe ja mit Hämmer angegriffen. Weil sie einfach am stärksten sind zum Leveln. Bis Judgment. Ja. Genau. Erreichbar ist und benutzbar ist. Ja. Und das ist natürlich. Oh. Nicht gerade so toll zum Leveln, zum Durchrushen. Du kriegst einfach den Schaden nicht hin. Aber wenn sie das nicht fixen wollen. Die müssten nur ein paar Meshes wegnehmen und schon haben sie das gefixt. Das ist eine Arbeit von 2 Sekunden. Nee, so von 2 Minuten, aber. es ist einfach, die haben Texturen damals gehabt in der alten Arena. Haben eine neue drüber gemacht und haben einfach vergessen, die Meshes zu entfernen. Also die Barrieren. Und dadurch, ja, haben sie den Salat. Aber nö, sie sind zu faul, um so etwas fixen. Ja. Die Menschen sind manchmal faul. Immer faul. So, hier hast du einen Speer. Du bist einfach so mega langsam am Cast. Oh ja. Kümmert mich nicht. So, kannst du noch ein paar mehr Speere haben. Lieber werben. Boah, aber du machst Schaden, ey. Ja, weißt du, viele sind plötzlich weg damit.
Der ist im Nahkampf wirklich schwer und kann ihn nicht so gut auswählen. Diese großen Geschosse, die so viel Schaden machen. Düm-düm-düm-düm. Können wir das noch fertig machen in diesem Part? Ich würde gerne einen längeren Part machen, aber dann habe ich ja höhere Wartezeiten. Ja, und das kann ich auch ein bisschen überspringen, oder? Also ich möchte jetzt gerne, ja, im nächsten Part eigentlich schon Vulcanus tragen können. Ihr habt ja das schon Ewigkeiten bei mir auch sehen können, wie ich da mich durch Wurstle-Bosse besiege. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, ich kann es gerne nochmals machen, auch mit einem neuen Charakter oder so. Ja, aber es gibt jetzt nicht mehr so Builds. Das ist sehr wenige Builds eigentlich, die ich noch machen soll. Ich möchte mich jetzt lieber noch vorbereiten, dass ich wirklich Spaß habe an der Kampagne mit dem Falconier dann und dem Warlock. Ich werde beide spielen. Der Warlock werde ich wahrscheinlich im Livestream machen. Ich hoffe, ich habe genug Motivation, sonst muss ich das auswechseln. Weil ich habe so Lust, einfach Falconier zu spielen. Und wenn ich da zu wenig Zeit habe, beziehungsweise zu wenig Ding drauf habe, zeitlich einfach, oder? Wenn ich warten muss, bis der Part wieder hochgeladen ist, dann muss ich halt das einfach umgekehrt machen. Wenn ich sonst einfach fast wahnsinnig werde, wenn ich in meiner Lieblingsklasse nicht spielen kann. Aber ich könnte eigentlich ja doch Warlock nehmen, wenn ihr es okay findet. Ich hab's mal in die Kommentare. Weil der Warlock, der ist sicher stark und der Falconer hat vielleicht irgendwelche Ausweichprobleme oder sonstige Probleme am Anfang. Also es könnte vielleicht besser sein, wenn ich den Warlock hier spiele. Aber ihr könnt ja auch hier auf dem Kanal dann immer die Aufzeichnungen sehen und dann auch den Falconier schauen. Der Warlock, der ist wahrscheinlich so mit größeren Flächenzaubern, so Runen, glaube ich, heißen sie oder so. Wahrscheinlich ziemlich stark, wenn man es kann. Wenn man auf die Platzierung gut macht. Ja. Ja, werden wir ja sehen. Zuerst wird ja der Warlock wahrscheinlich nächsten Dienstag oder so vorgestellt. Ich glaube, es ist immer Dienstag. Bin gar nicht so sicher. Haben wir einen schlechten Kältewiderstand? Ja, nicht gut. Also schon gut, aber nicht maximal. Also nochmals. 2 Punkte, sehr gut. Und Physical ist 47, okay, das ist schlecht. Für Nahkampf ist das zu wenig. So. Dann so einen größeren. Ach, der Beat ist so cool. So cool. Da kommen sie. Schön einfrieren, dankeschön, Grell. Ah, so. So schwach. Nicht zu viele. Skate-Widerstand. Für die anderen Charaktere. Ah, genau, auf die andere Seite. Steht hier. Also, Vulcanus ist 58, das heißt, ja, ein 11 Levels. 11 Level, also später werde ich dann das erste Mal Vulcanus tragen. In meinem schönen Leben. Was das Schaden geht, dann wahrscheinlich wieder schön nach oben. Das ist immer so gut, wenn man es in Unique tragen kann, was man braucht. Sehr. Okay, der Boss kann ein bisschen schwer sein wegen Airbeam. Avalanche wird gut ausweichbar sein.
Also hier müssen wir, ich weiß nicht, hier Heilung niederstrecken. Heil Verbündete, das wirkt auch auf uns. Noch Attack Speed. Und hier, das muss ich ja sowieso auswechseln. Was haben die denn sonst noch? Was ist der Skill, den ich noch sonst skillen muss? Ah ja, da, der Satz. Satz. Nein, heilige Sigil. Heilige. Weiß nicht, wie es heißt. Sigils of Hope. Okay, dann machen wir hier. Habe ich gesagt, mache ich nur hier unten Heilung, genau. Sigil der Hoffnung, genau. Ja, das brauchen wir auch bald, ja. Da müssen wir auch noch gleich spielen. Zuerst ein bisschen Attack Speed, dass wir noch ein bisschen schneller laufen können. Und hier war's. Oh. Wenn ich das nur wüsste. Also. Der Bus. All that's left is locating the lance. Ja, Erdbeben, ja. Also Avalanche macht sehr viel Schaden. Lawine. Und momentan ist er auch sehr viel gefreezed. Praktisch. Okay, ein bisschen. Ja, ein bisschen warten. Jetzt wieder. Schön. Der Boss geht sehr gut. Also, dann sind wir hier mit dem Kampagne mal erstmal fertig. Mit dem Bild kann ich auch gut die zwei Kampagnen dann noch aufholen, die noch fehlen. Jo. So, das heißt, ja, wir müssen noch die Reliquien suchen noch. Ich würde das gerne mit dem anderen, mit dem Wörtchen machen, aber da mache ich jetzt erstmal Pause, der ist nicht schwer zum Drücken. Die Tasten drücken immer ständig. Lieber dann mit dem irgendwann mal finden. Da haben wir noch ein Amulett. Rüstungsbruch. Ah, das ist das Amulett, das ich vorher getragen habe. Noch ein besseres Amulett. So. Also die noch reintun. Dann haben wir hier noch Feuerwiderstand, physischer Widerstand, Kältewiderstand. Sehr gut. Jetzt muss ich noch kurz schauen. Ich habe irgendwas noch nicht gemacht. Was habe ich denn nicht genau? Habe ich da irgendwas nicht einen Gegner besiegt? Hä, ich war ja dort. Habe ich den irgendwie nicht erwischt, weil er weiter hinten links war? Kann schon sein. Das sieht man nicht gut. Los, los, lade doch mal schneller. Hä, da muss ich wieder raus. Also scheinbar. Ah, ich habe das Teil nicht eingesammelt. Lol. Das Teil gar nicht eingesammelt. Hier, hä? Boah, die Gegner machen so viel Schaden im Nahkampf. Die wurden schon mal heftigst genervt, aber ja. Ich war doch dort und habe draufgeklickt. Wieso habe ich das irgendwie nicht eingesammelt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ja den Boss hier wegen dem Mana-Problem nicht so schnell getötet. Bin ich dorthin gegangen. Ich weiß nicht, es ist so ein Bug. Wenn man draufklickt und weiterklickt und so, das wird manchmal nicht eingesammelt. Und die Kisten, die ja, Käfige werden nicht geöffnet oder ja, das Spiel erkennt nicht, dass sie geöffnet wurden. Ja. So, also hier runter. Alle verbrennen ganz langsam.
Wieso muss man eigentlich die wieder besiegen? Ich weiß auch nicht, wieso. Naja. Also bei den Quests sind sie manchmal schon komisch gewesen. Das ist nicht so toll, wenn man alles wieder machen muss, wenn man ein Gebiet neu betritt. Aber das ist halt, ja, die Qualität in den Entwicklerstudios ja meistens echt schlecht, damit sie einfach wenig arbeiten müssen, dafür viel Geld verdienen. Die Spieler kaufen die Games einfach oder merken nicht, dass sie es einfach jo, nicht machen sollen, damit die Entwickler merken, ja, wenn etwas nicht fertig ist oder so, dann jo. Können sie nicht Geld verdienen mit dem Spiel. Aber jo, die meisten wollen ja auch Beta testen und den Entwicklern helfen. Okay. Also irgendwie habe ich einen Gegner, oder wurde ein Gegner nicht gezählt, ich war ja dort unten. Okay, irgendwie ganz verbuggt. Also das war jetzt sicher ein Bug, oder? Ich habe ja alles gemacht. Weil vorher hat es ja noch in der Hölle gestanden, ich muss irgendwie so jemanden retten und jetzt der Mediziner töten. Hä, komm man da raus? Scheinbar nicht. Gut, also die Doselets haben wir, das heißt, da ist noch Assisten, letzten kann ich ja dann nicht einen finden als Sister du. Und ich gehe mal kurz zur Kiste. Jo, jetzt können wir noch ein Echo oder so machen, die zweite reicht. Feuerwiderstand, Echo Physik. Ja, so. Also ich werde kurz vor Level 58. Dann den nächsten Part machen. Also wirklich das seht, was auch interessant ist natürlich. Und nicht die Vorbereitung dazu. Das ist minus. Das Hexenmeister Meteorregen, geil. Ähnliche Fähigkeiten wie Robbys, okay. Das wird sehr interessant. Aber wer hat schon Zugang? Hey, ich will auch Zugang haben und euch Gameplay zeigen, was noch gar nicht online ist. Ja, vielleicht werde ich ja mal angerufen oder eine E-Mail. Weil es über YouTube ja auch Gmail ist, können Sie mir eine E-Mail gut schreiben. Müsste nur YouTube fragen, wie meine E-Mail ist. So. Ich bin eben einer, der schon viel aushält. Ich sag zwar manchmal wirklich, ja, ist das noch nötig und so. Ja, es ist scheinbar nötig, oder? Dass man einfach Bugs im Spiel ist und nicht sich darum kümmert. Oder einfach Bugs auch einbaut. Aber ja, kann man ja nichts dafür machen. Der Entwickler ist auch nur ein Mensch. Das ist ein Menschen. Und die Planung, das ist auch nur ein Mensch dahinter. Und Menschen machen Fehler. Viel zu viele Fehler. Dafür hat man dann trotzdem mehr ja, Spaß. Auch wenn irgendwas vielleicht broken ist oder gerade nicht geht. Man hat trotzdem den Spaß. Ja, sie sind noch zäh und die Schlange ist noch nicht tot. Und gleich mal das Gift, oder? Diese Spitzen Gift. Vielleicht irgendwas, was mir Mana gibt, wenn ich mal so lange wirble. Ja, zum Beispiel ein Level Up, genau. Da. Ja, jetzt haben wir alles noch Unix an, sobald ich dann höher weg bin. Ja, haben wir da genug Resistenzen machen. Finde ich auch besser schon. Im ersten Echo ist das noch relativ schwach. So.
Wurm kann bleiben. Also wirklich toller Bild. Hey, man, ist ein bisschen schwierig anzufangen mit ihm zu leveln. Aber so. Er wird immer wie stärker, macht immer wie mehr Hits durch die verschiedenen Attacks, die geblockt werden. Dadurch macht es ihn so richtig interessant zu spielen. Gegen ganz große Zähgegner. Ja, könnte es noch besser sein. So, der verblutet einfach. Nein, verbrannt einfach. Verbrennt einfach. Ey, ey, was ist gerade los? So. Ja, ja. Ich muss kurz Urlaub machen, ich habe keinen Mana. Tanzen wir doch wieder. Dankeschön, Gegner, dass ihr so gerne tanzt. Yeah. Schön, schön, schön. Schade. Nicht so gut. Ja, da bist du ja, liebe Spitze. Ich ignoriere dich kurz, aber ein bisschen Schaden will ich dir zufügen. Genau, Götzen. Ist auch ziemlich wichtig noch. Jetzt bekommen. So, wunderbar. Immer dieses Blutgekotze, das ist so hässlich. Wir ignorieren sie einfach, damit sie noch ein bisschen Blut kotzen können. Ne, nicht der da oben auch noch anlocken, bitte. Die Äxte locken halt die Gegner an. Zeit verschwinden. Ja, mega wenig elementare Schaden, aber zählt. Hey, nicht so viel Schaden. Schutz, nein. Schaden über Zeit. Höhe Schaden über Zeit. Bringt uns nichts. Ist 3 hoch. Hat keinen Platz mehr so. Ja, eigentlich jetzt schon noch, aber. Ich will lieber elementar Widerstand haben. Und ich habe, glaube ich, in der Kiste noch ein paar Götzen. Höhe Schaden über Zeit. So. Also, das haben wir geschafft. Wunderbärchen. Jo, und Erfahrung bekommen wir auch. Gut, also dann Dankeschön fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht und ja, dann ja, bis heute Abend. Tschüss.